Wir müssen kochen, verdammt nochmal. Ich brauche einen Herd. Ich guck gleich nochmal in die Tanke rein. Ist da wirklich nichts zum Kochen da? In der Tanke, Mensch? Die müssen doch auch irgendwie hier ihre Würstchen warm machen und so. Nehme ich. Danke, danke, danke. Wie schön. Und hier Käppen. Na klar. Und die Kohle. Und Abraxo. Schande. Aber nein. Aber ein bisschen Cola. Cola geht in Ordnung, falls uns das Wasser ausgeht. Ja. Nice. Hier wäre eine Bastelwerkbank für Waffen und für eine Powerrüstung. Haben wir genug Ressourcen dabei, um unsere Rüstung zu reparieren? Lasst es uns ausprobieren. Just give it a try. Herstellen. Wow, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Calibrated mit Flames. Reparieren. Na klar, ey. Und gleich wieder ausrüsten. Das ist ja schön. T. Yay. Und dann R. T-E-R. Und sind die anderen kaputt? Ja, die sind auch kaputt. Was für eine Frechheit. Als ob sie sich abgesprochen hätten. Ja, dann gleich bitte alles. Ja, wir hatten genug Kram dabei. Wie schön. Das ist so ein Segen gerade. Aber wir brauchen auch, eigentlich brauchen wir auch noch Munition. Aber hier ist keine Chemiewerkbank. Das ist sehr ungünstig. Aber, naja, Reality und so. Diese verfluchte Reality. Aber wir müssen sie facen. Und ich trinke jetzt grünen Tee. Jawohl, ja. Und Rinder in die Atomatoys-Fabrik speichern und vielleicht mal ein bisschen entstrahlen, aber das macht uns auch sehr hungrig. Achso, ja. Der Bug ist immer noch da. Ja, wir nehmen jetzt mal einen Red Away, weil wir weit und breit hier keine Kochstelle finden. Vielleicht drinne, ja, aber ich würde ganz gerne mit unserem ganzen TP-HP-Kontingent da in diese Fabrik reingehen. Hast du noch was Schönes? Du liegst so peripher. Ja, wir müssen einen Red Away nehmen. Auch wenn es halt verdammt hungrig macht, das Ganze. Zack. Ich glaube, eins reicht, ne? Und dann futter mal, bitte. Ja, was futtern wir denn jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Oben erstmal. Gegrillte Kakerlake hatte ich noch, ne? Oder? Ja, hier. Eins. Zwei. Drei. Wir brauchen noch mehr. Gegrillter Radhirsch. Ja, jetzt reicht's. Und irgendwas stimmt mit uns nicht. Aber was genau? Koffeinhaltig? Ist es das? Ja, das Übliche halt, ne? Red Away. Erhöht Ermüdung, unterdrückt Immunität. Mehr nicht? Na dann mal los. Boom. Guten Abend. Oh. Wo ist er? Wilson Atomatoys. Wo ist dieser verfluchte Supermutant, der uns gerade diesen Schrecken eingejagt hat? Und jetzt nochmal bitte die Flinte aus nächster Nähe. Ich meine, fast 500 Schaden, das müssten die doch merken. Erstmal klar Schiff machen, ne? Mob, okay, den nehme ich sofort mit. Was sagen eigentlich unsere Tragekapazitäten? Okay. Geht noch ein bisschen. Alles cool. Alles cool. Ist das so eine offene Location tatsächlich? Wow! Hat er sich gut versteckt, der Schlawiner. Und hier, wie bitte? Und hier kann ich durch diese Gitter den Wetz-Modus benutzen. In Fallout 76 geht das nicht. Habe ich letztens erst, doch wirklich in der letzten Aufnahme Fallout 76 erklärt. Das ist so eine Frechheit. Aber die können uns hier durch richtig gut sehen. Aber hey, hier können wir den Wetz-Modus benutzen. Boom, Schrittschuss. Ah, na geht doch. Genauso muss das aussehen mit knapp 500 Punkten Schaden. Wo sind die anderen? Da drüben irgendwo? Ja, müssen wir rübersprinten, ne? Ultimativer Nahkampf. Der Name ist Programm. Zack, zack, zack. Und die Rübe, mein Freund. Plock. Oh, 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 oh. Na los. Ja, es dauert ewig, ne? Sehr unpräzise das Ganze. Ich habe die Karte. Ich kann hier rein, wenn ich möchte. Verflucht. Verflucht. Oh, 95. Jetzt aber. So muss das aussehen. Aber bloß sich im Wetz nachladen. Hier mit dem Teil. Gibt es hier zufällig eine Chemiewerkbank? Das wäre ganz toll. Und nun rüber.
Big Mac. Zack. Oh, das hat er überlebt. Warte mal, stopp. Was war denn schon wieder mit diesem Schuss nicht in Ordnung? Oh, er hat schon wieder eine neu gemoddete Waffe. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, wir haben die nächsten 30, 40 Folgen regelmäßig so ein paar neue Waffen, aber dass so viel auf einmal kommen, damit hätte ich nicht gerechnet. Er hat ein schultermontiertes Gewehr. Da. Shoulder-mounted. M2. Absolut immersiv. Gibt's ja auch in New Vegas. Ein schultergemountetes Gewehr. Wie sieht das mit der Rüstung aus? Ist das legendär gewesen? Nee, ne? 138. Feuerrate 20. Aber trotzdem, vielleicht ganz cool. Zeig mal. Aber es sieht jetzt hier weniger schultergemounted aus. Aber so sieht es schultergemounted aus. Einmal kurz bitte die Kamera nach hinten. Wow. Wow. Wie cool. Und so sieht es eigentlich aus wie ein Gewehr, wa? Würde ich auch sagen. Aber schön. Aber schön. Überraschend. Kate hat mal wieder hier kurz einen Prozess gemacht. Um 10% reduzierte Aktionspunkte kosten im Witz. Danke sehr. Und den Rest nicht so. Welche Muni braucht das Teil? Kaliber 50. Habe ich mir auch fast schon gedacht. Eine Machete brauche ich nicht. Gibt es hier zufällig eine Kochstelle, die nicht nur Supermutanten benutzen können? Oh, Backe, Mensch. So viele krasse Waffen. Da muss ich erstmal drauf klarkommen. Das hätten wir viel früher installieren sollen. Aber ich hatte ein paar Waffen installiert gehabt, aber irgendwie waren die nicht richtig offensichtlich installiert. Aber jetzt sind sie alle richtig installiert. Das hätten wir viel früher machen sollen. Ich hätte noch so viel mehr installieren können. Da waren auch noch so viele andere Waffen in diesem Thread auf Reddit. Also so viele andere Waffen, die als immersiv vorgeschlagen wurden. Aber das ging mir dann zu sehr Richtung Call of Duty. Aber okay. Aber okay. Und leider funktionierte... Also bei einer Waffe habe ich sogar ein Auge zugedrückt gehabt. Die ist sowas von Modern Combat. Das ist eine Uzi gewesen. Mit irgendwie 30 zusätzlichen Mods oder so. Wenn man halt möchte, kann man sich die alle ranfriemeln. Da habe ich gesagt gehabt, nee, die Uzi. Ich liebe die Uzi als Waffe. Aber... Naja, irgendwie hat das nicht funktioniert gehabt. Da hat Vortex sofort rumgeschrien. Nein, das geht nicht. Oh mein Gott, nein. Hier, Plug-in-Error, bla bla bla. Okay, weg damit. Weg, weg, weg. Da habe ich kurz einen Prozess gemacht. Aber bisher wurde ich nicht enttäuscht, muss ich sagen. Nimm alles mit, die ganzen Pferde. Aber wir haben ja eigentlich genug, ne? Ja, wir haben mehr als genug Pferde zu Hause. Das wird alles zerlegt. Mit unserem Portable Recycler. Auch eine glorreiche Mod. Die ihr mir empfohlen habt. Auch schon wieder länger her. Aber trotzdem wirklich nie wieder ohne. Jutti. Naja gut, ganz fertig sind wir hier auch noch nicht. Das war jetzt noch nicht die oft gepriesene 75% Quote. Aber fast. So. Ist hier noch irgendwas von Relevanz? Irgendwas von großer Relevanz? Nee. Das war eine Vanilla-Location. Aber kein Heft, keine Wackelkopfpuppe, aber Vöglein, wenn man ganz genau hinhört. Ach, wie schön, ne? Das Leben findet immer einen Weg. Wo ist eigentlich mein Hund? Apropos Leben, wo ist mein Hund? Ja, jetzt reicht's aber auch langsam, ne? Wir können zwar ordentlich schleppen hier mit unserer Rüstung, aber... Genug ist genug. Ich hatte mich schon gewundert gehabt, ne? Aber die Beine waren ja kaputt und das mildert unsere Tragekapazitäten. Und jetzt sind die Beine wieder ganz. Aber das Brustteil, das ist leer. Findet ihr das nicht mysteriös? Ich auch. Um ehrlich zu sein, macht mich das teilweise richtig fertig. Aber das nur am Rande. Zwinker, zwinker, kicher, kicher. Verstrahlte Grüße. War ein Insider jetzt. Aus den Kommentaren. Nö, hier ist nichts weiter. Vielleicht hier noch ein Fusionskehr. Dankeschön. Nehmen wir natürlich mit. Wie laut ist das Teil hier eigentlich? Boom! Ja, müssen wir natürlich mal ausprobieren. Können wir jetzt zufällig noch in den Hänger rein? Andere Seite. Nein. Gut. Schön. Oh, Lynchbox. Fast übersehen. Tralla.
Und das alles nur für das nächste Service Rifle. Und unterwegs haben wir hier die nächsten 20 Waffen freigeschaltet. So, da wäre wieder die Tanke. Aber wo ist der Hund? Wir hatten noch den Hund. Den hatten wir doch schon gespritzt gehabt. Oder? Oder hockt der immer noch da vorne? Hundi? Ja, da ist er. Aber wir hatten ihm eigentlich schon hochgeholfen gehabt. Hey. Oh nein. Ich glaube... Komm schon. Okay, alles cool. Kommst du? Jetzt aber auch wirklich. Ja, jetzt ist der Hund wieder aufgetaut. Wie schön. Und sind wir jetzt dran an der Versorgungslinie? Immer noch nicht. Aber wir gucken regelmäßig nach. So, jetzt noch. Drainage-Check. Und dann sind wir quasi schon... In Quincy. Nice. Wir kommen gut voran. In die Richtung bitte. Immersionsmodus. Ohne Knarre in der Hand. Und der nächste Schuss wird aus dem schultermontierten Gewehr gehen. Los! Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch. Na, da hinten. Ja, da zipfelt das Dach schon raus aus dem Gestrüpp. Vorsichtig, wer weiß, was uns da erwartet. Dogmeat, Fuß, hier Fuß. Wilder Ghoul, aber gerne doch. Mit Kaliber 50 und einem schultermontierten Gewehr. Plock, hau ihn weg, den legendären. Na, 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 na. Das Ding ist ja der Hammer, das ist so eine richtige Waffe. Die gehört ja mal sowas von zu einer Powerrüstung. Lock. Ansonsten kann man die gar nicht richtig halten. Na, na, na. Warum verträgt mir bitte gerade so viel? Was ist denn da los? Uno secondo per favor. Das war ein kritischer. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist das ein besonderer Ghoul oder so? Oder ist das halt manchmal so, dass manche Ghule besonders sind? Aua! Wo ist er hin? Verdammt. Krank. Einfach nur krank. Dankeschön, Dogmeat. Und die letzten 10% für dich. Ah! Das ist der andere, ne, der so viel aushält. Ich glaube schon. Aber warum? Warum sind die denn jetzt bitte besonders? Keine Ahnung. Schrotflinte aus nächster Nähe in deinen Kopf. Ja, das sieht gut aus. Aber trotzdem, die macht fast 500 Schaden. Übel. Ja, aber trotzdem irgendwie geil. Freut mich. Nice, 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 nice. So, wo habt ihr denn jetzt euren Kram liegen gelassen? Irgendwo hier unter Wasser. Nee, da möchte ich jetzt lieber nicht drin rumfingern. Und was ist hier eigentlich schon wieder mit meinem Mikro los? Ja, viel besser, wa? Ich habe mittlerweile eine andere Sitzposition eingenommen. Also ich habe mich hingesetzt. Vorher habe ich gestanden. Aber jetzt ist auch zu spät zum Stehen. Sonst komme ich irgendwie nicht runter. Oh Gott, da ist eine Kochstelle für unser Fleisch. Wie schön. Rüber. Genau so. Das Dingerling will ich modden. Verdammt nochmal, das hätten wir an der Tanke machen sollen. Aber ich habe diese Waffe nicht so richtig ernst genommen, weil sie nicht legendär ist. Pipe Bolt Action Pistole, ja, aber leider nur eine normale Pipe Pistol. Wir nehmen sie natürlich mit, weil sie legendär ist für den Verkauf. Aber mehr auch nicht. Kohle, gib sie mir. Mikroskop, Glasfaseroptiken. Und dann wollen wir hier auch kochen. Der pennt noch. Er ist... Was ist der? Nekrotisch. Guten Morgen. Kritisch auf die Rübe. Dies ist ihr Wegschuss. Und du bist ein Mensch. Du warst ein Mensch. Ruhe in Frieden, mein Freund. Das Ödland ist halt kein Ponyhof. Aber jetzt wollen wir kochen. Kochen, kochen, kochen. Und dann die Katze. Katzenfleisch. Was? Wie bitte? Hier kann man Katzenfleisch mitnehmen? Das ist ja ziemlich absurd. Ich meine, Hund haben wir hier schon 1 Million Mal gegessen, aber Katze, das wirkt irgendwie gerade sehr fremd. Wow, hast du mich gerade erschrocken, sag mal. Das ist Echo hier drinnen, ne? Ist ja sonst noch irgendwo einer?
Na, der Dicke, oh ja. Legendärer aufgeblähter Leuchtender. Kritisch auf die Rübe. Bevor es so richtig erahnen konnte, haben wir seinen Kopf zerschmettert. Dankeschön, 500er Schrotflinte. Vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken von Danke sehr, brauchen wir nicht. Aber nehmen wir mit. Auf jeden Fall für die Kohle. Just for the money. Jupp, nice, cool, danke sehr. Was haben wir noch so Schönes hier? Den guten basischen Loot, wie sich das gehört. Safe bitte entsperren. Na komm schon, noch ein Stückchen. Hallo, wo ist denn hier der Sweet Spot? Offensichtlich sollten wir doch mal so ein Rüstungsteil anziehen. Aber nicht wirklich. Also das ist das störrischste Schloss. Störrischste ist ein schwieriges Wort für mich. Ich habe eine SZ-Schwäche. Das schlimmste, das härteste Schloss seit bestimmt 50 Folgen oder so. Dann das mal reicht. Keine Pipe Pistol. Dingeling mitgenommen. Juti, danke, danke, danke. Und kann ich jetzt endlich kochen, bitte? Wie schön der Müll hier eigentlich aussieht. Und die Vöglein wieder, ne? Wir hören sie bis hierher. Aber hier ist ja quasi offen, ne? Der Schall kommt auf jeden Fall rein. Hier war ich noch nicht fertig. Flaschi. Und noch ein bisschen schmutziges Wasser. Für Meyerlock Eieromelette. Ja, und die Rüstung stelle ich jetzt erstmal hier hin. Danke sehr. Wie sieht denn eigentlich das Scharfschützengewehr aus, wenn wir nicht in einer Powerrüstung stecken? Das hatten wir schon gecheckt gehabt. Viel besser, ne? Oh mein Gott, sieht das gut aus. Was für eine schöne Modellierung. Was ist eigentlich mit dem anderen Zepper? Wie feuert der? Fokus, Zap Pistol. Nee, das Ding meinte ich eigentlich gar nicht. Sieht trotzdem sehr interessant aus. Und haben wir eigentlich auch nur mitgenommen wegen des legendären Attributes. Was meinte ich denn jetzt? Ihn meinte ich, ne? Genau. Zap Vaporizer. Mit einer 700er Schussfrequenz. Ich speichere lieber mal. Das kostet doch bestimmt viel Munition. Was verbrauchst du? Zelle. Das ist ein Flamer, ist das. Ah, okay, cool. Also ein bisschen wie das Enklaven-Plasma-Gewehr mit der Flamer-Düse. Aber... Oh, alter Schwede. Und der brutzelt die jetzt immer noch alle weg. Wie geil. Das gibt's ja nicht. Müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren, aber ich werde jetzt ganz kurz laden, ne? Das war wirklich bodenlose Munitionsverschwendung. Aber ohne diese Munitionsverschwendung hätten wir das niemals rausgefunden. Gut, ich bin natürlich überladen. Sollte das jetzt auch anders sein? Aber wir wollen ja auch nur kochen, ne? Nur so ein bisschen abkochen. Wie spät ist es eigentlich? Nee, da geht noch was, ne? Absolut. Wir werden auf jeden Fall auch so ein bisschen durch die Gegend tingeln. Wir wollen braten. Gebackene Bleflige. Alles. Gebratener Blutwurm. Ui! Erhöht Strahlungsresistenz. Hört sich gut an. Können wir sehr gut gebrauchen. Na los. Über 70 Meyerlurk-Fleisch wollen hier verarbeitet werden. Premium für Stäbchen. Die guten. Mit dieser Krustenglasur. Sehr lecker. Goldbraun. Und Köterkeule. Ach ja, genau. 35 Mal verarbeiten wir hier das Fleisch einer Meyerlurk-Königin. Das hat auch für uns jetzt jeden Wert verloren. Aber eigentlich nicht so richtig, ne? Sollten wir auch mal wieder futtern oder generell unsere Nahrungsbuffs auf Vordermann bringen. Wir sind noch eine Weile unterwegs. Wir waren jetzt von 7 bis um 14 Uhr unterwegs. Das sind 7 Stunden. Sind wir jetzt nochmal 7 Stunden unterwegs bis 21 Uhr? Eher weniger, ne? Dann ist schon sehr, sehr dunkel. Aber vielleicht sind wir auch dann ab 21 Uhr oder vorher in einer Ortschaft unterwegs. Aber jetzt erstmal Level Up. Gucken wir mal, was haben wir denn hier Feines? Ja. Schleichen. Bringt das ja irgendwann auch mal so ein bisschen mehr
Schaden durch Schleichschüsse? Irgendwann? Nein, nein, nein. Leider nicht. Dein treuer Hundefreund kann einen Feind festhalten, wodurch du eine höhere Trefferchance im Wetz hast. Ja, das ist schon alles ganz nett, aber nicht das, wonach ich gerade gucke. Ninja, als ausgebildeter Schattenkrieger verursachst du mit deinen fairen Schleichangriffen den dreifachen normalen Schaden. Ja, genau das habe ich gesucht. Ich dachte, das wäre bei Schleichen, aber nein. Oh, und wie geht das weiter? Dreieinhalbfach und dann vierfachen normalen Schaden, wenn wir schleichen. Na, aber sowas von, danke sehr. Wir sind auch ein Ninja, ein richtiger, in einer großen weißen Rüstung. Essen ist gekocht, wir können theoretisch weitermachen und futtern einfach trotzdem nochmal von oben nach unten alles durch, wenn wir müssen. Da müssen wir eigentlich gar nicht, ne? Das hält alles noch, aber ich hätte ganz gerne noch ein Mutti-Steak obendrauf. Meierler Königin-Steak, 70 Stück. Oh, Backe. Aber jetzt sind wir doch fast am Limit, ne? Ja, allerdings. Schande. Schande, Schande, Schande. Todeskrallensteak habe ich auch gerade nicht gelesen. Und die Rippchen so oder so nochmal. Wir können weiter. Yummy, yummy, yum, yum. Oh, Backe. Und dann mit Gausi oder hier mit Seppi Snipes. Dann auf dicke Gegner auf Distanz. Smashen wir doch alles weg. So, können wir jetzt noch rennen oder nicht? Hallo? Nee, ne? Wir sind so oder so bis zum Rand gefüllt. Das bedeutet, jetzt erstmal zerkleinern. Hoffentlich bringt das noch was, aber ich glaube, das Problem ist jetzt eher das ganze Essen. So, wir nehmen raus die Bierflaschen. Wie bitte? Wir haben nicht eine einzelne Bierflasche? Na gut, dann eben nur die Nuka-Cola-Flaschen. Nuka-Cola 34, die brauchen wir noch, die sind wichtig. Wir haben nur knapp 1000 Stück zu Hause. Und dann natürlich noch das Vorkriegsgeld. Bitte raus. Danke sehr. Den Rest klein machen. So, was sagen die Tragekapazitäten? Nun, neuer 100 gespart. Aber das nächste Mal werden wir schon eine Savage-Spieke losschicken. Es ist das ganze Fleisch. Wir können ein ganzes Dorf ernähren. Und sogar noch mehr, ne? So, jetzt sind wir hier unten. Und hier müssen wir also nicht clustermäßig mehr hin. Dahin müssen wir clustermäßig nicht mehr hin. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir uns hier das ganze Gebiet bis zur Küste angucken, sowie diese Wasserlocations, diese Extended Wasserlocations bis, ja, bis hier, ne? Da waren wir schon. Und auf dem Weg bis zur Küste müssen wir uns natürlich von unserem Kram noch entledigen, damit wir ohne Powerrüstung hier dann schön schnell im Wasser schwimmen können. Hier wäre noch eine Wackelkopfpuppe. Uiuiuiuiuiui. Und eine weitere Location. Und danach Quincy auf dem Rückweg mit dem Service Rifle, weswegen wir eigentlich ursprünglich hier waren. Und danach das nächste Service Rifle. Großartig. Wir können uns hierher beamen, wenn wir wollen. Peabody House. Und dann gehen wir rüber zum Stingray Wreckage. Gute Idee. Oder ist hier zufällig noch eine andere nicht-extended Location? Eine Vanilla-Location? Flugzeug? Auto? Auto ist da. Nee, alles cool. Also zum Peabody House und dann rüber zur Stingray. Ach so, ja genau, stimmt. Das war ja Timmys Haus. Also das Elternhaus von Timmy. Ich hatte mich schon gewundert gehabt, warum wir das schon aufgedeckt hatten. Norbert, Hallöchen, Matt. Ja? Oh, gesprächig wie eh und je. Hi. Karis. Was? Ja? Und natürlich der Packjunge Timmy. Ich hätte nie gedacht, meine Eltern wiederzusehen. Ja, ich bin auch sehr, sehr verwundert. Ich kann nicht rausgehen und spielen. Ich wollte dich ja für immer behalten, aber das ging nicht. Das Spiel hatte was dagegen. Aber macht ja nichts. Schön, dass ich euch mal wieder getroffen habe. Wollt ihr was zu essen haben? Wir haben echt viel zu essen. Pack euch das irgendwo rein, okay? So ein paar Steaks. Habt ihr schon mal Todeskrallensteak gefuttert? Oh, da kann ich gar nicht ran. Das ist natürlich jetzt doof. Aber hier an die Kommode kann ich ran. Das ist doch eine Fleischkommode. So, wovon haben wir richtig, richtig viel? Meierler Königin Steak. Aber nicht übertrieben, ne? Ihr kriegt von mir 5 Steaks.
Warte mal, ihr seid drei, ihr kriegt von mir 6 Steaks. Jeder kann 2 haben. Und zack, oh. Jetzt gehört es uns nicht mehr. Jetzt dürften wir das nicht mehr rausnehmen. Gut, okay. Aber wer kämpft denn hier schon wieder? Das ist ja ganz mysteriös. Wo wird hier geballert? Da vorne irgendwo. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Wobei, dann decken wir andere Sachen auf, die wir noch gar nicht auf dem Plan haben. Das heben wir uns auf. Planänderung. Da gehen wir erst später rein. Jetzt geht's erstmal rüber zum Stingray Wreckage direkt um die Ecke. Lampe bitte wieder aus. Wir wollen Fusionskernenergie sparen. Wir haben nur noch 6 Kerne. Aber keine Money. Verdammt nochmal. Die fehlt mir am allermeisten. Wir brauchen eine Chemiewerkbank. Eine Laborwerkbank. Und hier wieder ein richtig stylisches Wrack von einer Stingray. Oh, einfach so hier in die Autobahn gekracht. Oh Gott, Hilfe. Wer war das? Was zur Hölle? Hörst du mal bitte auf damit. Zack. Wie, nicht erwischt? Das ist jetzt aber auch doof, ne? Doof gelaufen. Am Ende. Für dich natürlich. Gut, weiter. Hier gucken. Können wir hier hoch? Ist ja sonst noch irgendwas? Schläft hier einer? Oh, der Arm irritiert mich so sehr. Da kriege ich fast Motion Sickness. Soll das nicht eigentlich genau andersrum sein? Also wenn man irgendwie was VR-mäßiges spielt und eine Nase oder so sieht, also eine Nase hat in der VR-Gaming-Experience, dass das irgendwie einen so ein bisschen zettelt. Aber das stresst mich gerade eher mehr. Aber ist ja nicht für immer, ne? Nur wenn wir anlegen, wie jetzt. Aber wie, das geht ja dann auch wieder weg. Okay, ich höre auf damit. Gut, schneller als erwartet. Ich möchte mir aber die Stingray nochmal von vorne angucken, bitte. Nochmal von hier, weil das sieht echt, echt schick aus. Na, aber hallo. Thumbnail. Ach ja, stimmt. Wir sind ja theoretisch jetzt auch im Partnerlook unterwegs. Ich und der Snowy. Ja, nee, das will ich jetzt auch nicht fotografieren. Ist in Ordnung. Ich hatte jetzt fürs Bild ganz kurz die Flinte genommen gehabt. Wir können weiter.